Neue Folge Pikmin 2 HD. Im Weißen Garten, Sublevel 2. In der letzten Folge haben wir die weißen Pikmin freigeschaltet. Aufgrund des Spoilers. Das ist hier schon, ja, erstens Weißer Garten, der Name. Zweitens gab es hier Poison, aka Gift. Und daher wurde schon so ein bisschen gespoilert, dass wir hier auf die weißen Pikmin treffen. Und hier kommt auch schon gleich mal das Gift auf uns zu. Diese komischen Giftlöcher, die aber die weißen Pikmin abschalten können, indem sie da ein bisschen drauf rumkloppen, ein paar Schellen verteilen und gut ist. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Wir sind ja eigentlich hier, um Schätze einzusammeln. Da vorne sehe ich auch schon einen. Und der Schatzanzeiger macht sich auch schon aufmerksam hier auf dieses gute Stück. Allerdings sollte man bei solchen Schätzen immer auch mal aufpassen, dass recht in Zukunft. Denn die Entwickler haben sehr gerne mal in Pikmin 2 mit... Oh Leute, ist gleich der nächste. Haben hier sehr gerne mal Fallen platziert in Form von Felsbrocken, Steinbomben, die, by the way, hier nur für die Gegner bestimmt sind. Im ersten Teil konnte man mit Steinbomben... Konnten die gelben Pikmin mit den Steinbomben interagieren und sie als Waffen nutzen. In diesem Game sind sie aber komplett gegen uns, weil wir können sie weder aufnehmen noch irgendwie... Ja, selbst nutzen. Also wir können die zwar prinzipiell nutzen, um Gegner, dass die Gegner sich gegen sich selbst verwenden. Allerdings relativ schwierig und deshalb sind es eigentlich eher nur Waffen gegen uns. Deshalb man das komplett. Ich glaube, es komplett scheiße ist. Im dritten Teil gab es dann wieder als Waffen für uns. Aber hier werden sie größtenteils die Gegner und als Fallen benutzt. Darauf könnt ihr auf jeden Fall einstellen. Das ist einer der Dinge, die das Spiel auch so völlig krank machen und unberechenbar machen. Aber man muss hier mit jedem Scheiß rechnen. Wirklich mit jedem Scheiß. Das macht das Spiel wirklich einzigartig und schwer. Haben wir hier den toxischen Pilz. Das andere Item war, glaube ich, das wir gerade eben gesammelt haben. Das war was Neues, was umdesigntes. Dieser toxische Pilz, den gab es aber auch schon im Original. Den kann ich mich noch erinnern. So, jetzt so die Frage. Lol, war hier... Eigentlich irgendwas mit Gift? Ich schwören könnte, hier war irgendwas mit Gift. Aber gut, hier könnte dann natürlich etwas sein. Allerdings in unserem Falle ist hier gar nichts. Ich habe es ja gesagt in der letzten Folge, dass die Dungeons random sind. Das heißt, bei dem, wo wir gerade eben waren, kann was sein, muss aber nicht. In unserem Falle war da jetzt nichts. Weder Gegner noch Schätze. Wir haben ja auch schon alle, also wir können uns schon verabschieden. Aber vielleicht finden wir noch ein paar Eier, wo wir noch ein bisschen Nektar bekommen. Wie ich das aber sehe, ist hier nichts mehr. Ja, deshalb können wir von dann ziehen ohne Probleme. Haben uns unseren Weg zu dem Loch vorgearbeitet und können nun weiterziehen. Die ersten Dungeons sind ja noch nicht so weitläufig und spektakulär, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Wir sind noch am Anfang des Spiels. Spätestens in den letzten zwei Gebieten wird's krank werden. Da werden wir wirklich hops genommen. So, Sublevel 5. Ist das nicht sogar schon der letzte? Wir hatten bei der letzten Folge den ganzen... Tatsächlich ist auch der letzte. Den ganzen... die ganze Hülle der Bestien gespielt. Da waren es 5 Sublevel. Und hier sind es auch 5 Sublevel. Und ich glaube, ich weiß schon, wer der Boss ist. Natürlich kenne ich den Boss, war ja klar. Ich habe das Spiel so oft gespielt. Das Spiel sollte ich trotz allem, wie lange es auch schon her ist, reloaded, sollte ich immer noch wissen. Sollte ich das ganze Spiel immer noch in- und auswendig kennen. Und es handelt sich dieses Mal um einen Boss aus dem ersten Teil. Nämlich einem gemeinen Schnapper. Prinzipiell ist der mega einfach. Willst du mir mal natürlich nicht so einfach machen. Im ersten Teil gab es den auch so als Zwischenboss. Im Wald der Hoffnung. Ja. Und das ist sogar noch, prinzipiell sogar noch schwächer als im ersten Teil. Weil der nämlich viel weniger aussieht. Im ersten Teil war der viel, viel widerstandsfähiger. Hat eine höhere Verteidigung gehabt gefühlt. Und ja, schwach war der auch nicht. Aber hier ist das echt eine absolute Flachstelle. Obwohl der zweite Teil eigentlich schwieriger ist. Gut gemacht, Captain Olima. Sie haben diesen abstrusen Vogel-Schlangen-Hybrid besiegt. Oh nein, sagen Sie bloß. Dieser Schatz befand sich immer in dieser Bestie, nicht wahr? Ja, ein Handschuh. Awesome.
Also so ein richtig abgenutzter alter Handschuh, der auch seine besten Tage hinter sich hat. Ja, ganz genau. Ich wollte schon fragen, warum der nicht will. Jetzt rauben wir ihm noch seine Eier aus. Da kann es im Übrigen auch sein, dass wir auch dieses Spray hier drin haben. Da kann es als Tropfen drin sein. In dem Falle ist das jetzt aber nicht der Fall. Mal schauen, wann wir das erste Mal das Ultramotivier-Spray oder auch das noch unbekannte zweite Spray bekommen. Spoiler mal jetzt nochmal noch nicht warum, weil beziehungsweise auch Pikmin 3 Spieler werden dieses Spray auch nicht kennen. Weil das Ultramotivier-Spray hat ein Comeback in Pikmin 3 bekommen. Dieses zweite Spray allerdings nicht, das war scheinbar nicht so beliebt. Das zweite, das Ultramotivier-Spray allerdings schon. Und ja, das hat ein Comeback in Pikmin 3 bekommen. Hier haben wir den fünfmal einen Schlafsack. Prinzipiell schon, weil man prinzipiell die fünf Finger abschneiden kann und dann hast einen Schlafsack für die Charaktere aus Pikmin, weil die ja so klein sind. Dieses Material scheint sehr komfortabel zu sein. Ich werde damit den Lieblingsschlafsack unseres Bosses flicken. Saumprüfung abgeschlossen. Kreuzstich erfolgreich. Der Schlafsack ist bereit. Sollten Sie über ein unnötiges Zeitintervall verfügen, drücken Sie auf den rechten Stick, um ein Schläfchen zu machen. Okay. Das ist auch so eine Spielerei aus Pikmin 1 gewesen. Da brauchte man die Massageeinheit für, die es in der fernen Quelle gab. Da konnte man sich dann so hinlegen. Da wurde man zum Pikmin-Schiff wurde man getragen und dann kam so ein Feuerwerk oben drauf. In dem Falle jetzt werden wir jetzt hier hingeschleppt. Puff. Und es passiert nichts. Ich weiß nicht, ob das Feuerwerk bei den normalen Pikmin-Zwiebeln noch ist. Aber hier fehlt das auf jeden Fall. In Pikmin 1 gab es dann noch so, wenn du dich zum Pikmin-Schiff getragen haben, gab es dann noch so ein schönes Feuerwerk. Hier fehlt aber jede Spur. Es war aber auch im Original so, das ist nicht hier jetzt so, dass es im HD-Remaster nur so ist. Das hat auch im Original gefehlt. Wenn mich alles täuscht. Wir müssen es mal bei der Pikmin-Zwiebel ausprobieren, aber hier beim Schiff fehlt es auf jeden Fall. So schade es auch ist. Aber man kann es ja nochmal einen Test unterziehen. Indem man es beim Schiff ausprobiert. Beim Pikmin-Schiff. Können wir auch eigentlich gleich mal ausprobieren, weil so viel haben wir jetzt nicht mehr so tun. Obwohl, prinzipiell könnten wir. Ja, doch, stimmt, wir haben noch was zu tun. Es gibt nämlich zwei Mauern, die wir zerstören müssen mit dem weißen Pikmin. Da wir allerdings noch nicht so viele haben, würde ich sagen. Komm, schicke ich Louis mal schnell hin. Ich schicke mal Louis schnell zur ersten Mauer. Und währenddessen kann ich mal mit Olimar das auschecken. Wenn wir schon die Möglichkeit der Arbeitsteilung haben, dann können wir das doch mal so auschecken, oder? Aber natürlich kann Olimar sich anderweitig auch beschäftigen. So, aber erstmal stand jetzt so. Schicke ich erstmal hier ein paar weg. Allerdings auch nicht alle. Machen wir es bei 30. Die Lilanen kommen weg. Da sind zum Glück keine. Da haben wir leider keine Plus bekommen, allerdings auch keine, zum Glück auch keine Minus. So, nee, weiße brauche ich alle. Dann teile ich uns mal auf. Wie du gehst zu dem. Ein. Wechseln. So, hier kommt, bleibt hier. Und wir ziehen von dann. Wir haben allerdings auch, wie ich sehe, nicht mehr so viel Zeit. Also müssen wir ein bisschen sputen. Ich hätte sonst noch ein bisschen Ultra-Motivier-Bären gefarmt. Allerdings, da die jetzt gerade nicht am Start sind und wir auch kaum noch Zeit haben, würde ich sagen, sprinten wir jetzt mit Louis einfach schnell hier zu dieser Mauer, die mit Gift befallen ist. Versuchen noch unser Bestes und du kannst mal das bei dem Pikmin-Schiff ausprobieren. Feuerwerk! Ist zwar kein neuer, aber... Oh... Ja, etwas wie Neujahr gibt es in diesem Spiel nicht. Geil. Ja, das ist schon ein bisschen enttäuschend. Aber ich sage, ich bin mir sicher, dass es im Original auch nicht so war. Das müsste man halt mal auschecken, aber ich weiß es nicht. Aber wenn nicht, wenn es hier fehlt, würde ich mal sagen, fehlt es auch im Original. Pikmin 1 war es halt ein kleines nettes Feature, wenn man sich zum Schiff getragen hat. Ah ja, was ist hier drinne? Gerade habe ich keine keine Blattpikmin am Start. Jetzt kriege ich hier. Mehr als genug. Das brauche ich alles nicht. Theoretisch. Kill it! Kill it!
Yes. So, abschleppen bitte. Sind rote Pigment-Farmen. Wir werden genug in dem Spiel brauchen. Aber mehr werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Ich könnte hier oben ist noch ein Schatz eingegraben. Den schaffen wir jetzt nicht mehr. Was ist denn jetzt wieder los? Im letzten Mal, in der letzten Folge wurden wir schon einmal von dem Schiff genervt. Aber ich weiß nicht was. Ach so. Ja gut. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir zu dem Punkt kommen, dass der Countdown kommt. Weil die Sonne untergeht. Onima Louis, die Sonne wird bald untergehen. Rufen Sie alle Pigment zu sich. Die auf diesem Planeten heimischen nachtaktiven Lebensformen sind äußerst wild. Und daher auch sehr gefährlich. Bringen Sie alle Pigment in den Zwiebeln und sich selbst in meinen Rumpf, damit wir in Sicherheit fliegen können. Niederen Orbit, dass wir in einem niederen Orbit zusuchen können. Pigment in ihrer Einheit betreten die Zwiebel selbstständig, sobald ein Tag zu Ende geht. Also rufen sie alle zu sich. So. Auch hier wieder dazu. In Pigment 4 ist es wieder möglich, auch in der Nacht zu kämpfen. Das wird sehr interessant. By the way, lag ich aber mit den Narben der neuen Pigment-Art falsch. Es war nicht Geist-Pigment, es war Leucht-Pigment. Das habe ich mir nochmal angeguckt, nochmal. Um auch noch wegen kleinen Details und so zu gucken. Ich bin halt schon massiv gehypt und ja. Wäre es nicht schlecht, wenn ich mir jetzt wieder auch mal die kleinen Details und so anschaue. Würde auch bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass ich mir den Trailer mal reinziehen werde. Vielleicht nochmal, wenn wir die Demo gespielt hier haben. Aber vielleicht kommt vor Release ja auch nochmal so ein kleiner Übersichtstrailer. Mal gucken. Haben wir eigentlich immer so, dass immer vor Release immer noch so ein kleiner Übersichtstrailer kam. Oh, warte, scheiße, warte mal. Die bleiben ja im Boden. Habe ich irgendwo noch einen übersehen? Ich möchte jetzt nicht, dass einer in der Nacht stirbt. Das wird mir auch in diesem LP wieder für mich wie in jedem Pigment-LP eine große Challenge sein, dass keiner in der Nacht stirbt. Weil das eigentlich schon immer ziemlich peinlich ist, wenn mir einer nachts kapiert. Und das will ich auch in diesem Fall wieder verhindern. Deshalb schnell hier zu uns rufen. 15. Ja, gut, stimmt, die sind ja im Boden. Es sollte keiner sterben, theoretisch. Die im Boden sind ja safe. Und alle, die hinter uns sind, alle, die hinter uns sind, werden ja ins Schiff gelotst. Daher sollte keiner sterben. Ja, sieht gut aus. Der eine hat zwar irgendwie auf Stress abgesehen, also unnötigen Stress, aber ja. Sterben tut keiner. Super. Gibt's noch einen schönen Tagesbericht? Leider auch so wieder, dass es für die Folge ziemlich schwierig wird, die zu beenden, weil das ist so der Nachteil bei Pigment 2. Durch diese Höhlensysteme ist es bei einem LP ziemlich schwierig, einen Punkt zu finden, nach einem Tag den Part zu beenden. Das ist ziemlich mies, leider. Ich beende jetzt den Part nicht bei 13 Minuten. Sonst habe ich dann immer so Überlänge und wenn ich dann mal einen Tag Ende habe, dann ist der Part zu kurz. Das ist immer so die Kacke an dem LP. Aber ich werde jetzt mal nicht rumheulen. Ziehen wir halt noch, gehen wir doch halt schon mal in den nächsten Tag rein. Wie läuft's noch nicht mal? Nichts vergessen, hin und wieder mal ZR zu drücken, um sich diversen Dinge aus der Nähe anzusehen. Joa. Er meint die Schätze, oder? Dass ich mir die Details der Schätze mal angucken sollte. Ich weiß. Gib mir Mühe. Okay. Starten durch. By the way, wir hätten uns ja auch noch die Schätze angucken. Na, scheiß drauf. Spätestens am Ende des LPs werden wir uns mal alle Schätze reinziehen. Ich habe auch vor, mir eigentlich auch alle Details anzugucken. Also, Olimas Gelaber dazu. Es gibt ja jedes Mal sowohl von Olima als auch von Louis. Und ich glaube auch vom Schiff gibt es immer so ein Gelaber, dass die uns irgendwas so erzählen. Vom Schiff gibt es irgendwie so einen Slogan, habe ich mal gesehen. Und Olima gibt auch immer seinen Senf dazu. Also das gucken wir mal uns auch irgendwann mal an. In der allerletzten Folge. Guten Morgen, die weißen Pigmen wurden mit den lilanen Pigmen sicher in meinem Rumpf untergebracht. Die zwei unterschiedlichen Arten schlafen tief und sie scheinen sich auch gut zu vertragen. Ich habe es ihnen so gemütlich wie möglich gemacht. Um die weißen Pigmen ins Freie zu rufen, müssen sie sich in den Kreis des Lichts unter mir stellen und ja, drücken sie A, um die Zeug rauszuholen. Übrigens, sie sollten sich nicht überanstrengen. Auch eine Pause zur richtigen Zeit kann durchaus tapfer sein. Um den Tag früh zu beenden, drücken sie... Ja, genau, das ist die erste auch. Und in Pigment 3 auch, dass man halt im Menü
den Tag schon vorher beenden konnte, falls man nichts mehr zu tun hat. Wirklich gar nichts mehr. Wenn man natürlich noch Pikmin farmen kann und so, wäre es relativ dämlich, das zu machen. Aber wenn man wirklich überhaupt nichts mehr zu tun hat, wirklich alles abgefarmt hat und noch irgendwie so die Hälfte des Tages Zeit hat, kann man den Tag auch vorzeitig beenden. Ist immer noch eine Alternative dazu. So, jetzt brauchen wir aber erstmal ein paar Kämpfer, aka weiße Pikmin, um ein paar Mauern aufzureißen. Schicken wir uns auch wieder, teilen wir uns auch wieder auf. Louis kann wieder die Drecksarbeit machen. Und Olima kann wieder ein bisschen Pikmin farmen und auch ein bisschen Ultra-Motivierbeeren farmen. Oh, scheiße! Kill it! Kill it! Hoch da! Okay, der eine ist schon tot. Das sind richtig ekelhafte Mistviecher, Kommt her! Verdammter Mist! Konnte entkommen. Onima, behalt mal dein Auge drauf. Warte mal. Oh, da ist er wieder da! Stirb! Boah, gut, dass Onima hingesprintet ist. So, jetzt aber geht deine Arbeit noch. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben ja nicht ewig Zeit hier. Wir haben zwei Mauern zu zerstören. Erste ist schon hier, dahinter ist ein Schatz. Und du kannst erstmal mit den Bären anfangen, wo wir jetzt schon hier für Recht und Ordnung gesorgt haben. Hier nicht bei mir zu. Achso, nee, die habe ich ja dahin geschickt, sorry. Lost. So. Sind jetzt wieder so hoch und. Ah, lost. Ja. Nein. Mann. Tun nicht, was ich ihnen sage. Wie sieht's bei dir aus? War noch nicht fertig. Ja, gut, geht, dauert ja auch ein Weilchen, weil die ja nur 15 Stück sind. Das dauert natürlich ein bisschen. Mehr haben wir aber Stand jetzt halt einfach nicht bekommen. Aber ihr Viecher geht mir jetzt auch auf den Sack. Komm, sterbt jetzt. Die! In diesem Tag werden wir aber auf jeden Fall auch keine weitere Höhle mehr besuchen. Also vielleicht kriegen wir den Part so ein bisschen rum. Weil ein Höhlensystem werden wir definitiv nicht mehr aufsuchen. Noch mehr von den Viechern, ey. Vor allem auch diese harmlosen Viecher, die nichts können. Die Weibchen sind halt einfach absolut harmlos und unnütz. So, bist du jetzt fertig? Ja, jetzt sind sie fertig, okay. Aber es bringt ja noch nichts, irgendwas zu machen. Ich schick mal Louis gleich zur nächsten Mauer, die er einreißen kann. Wenn mich zumindest nichts dran hindert. Ja, okay. Alright. Da drum ist nämlich unser nächstes Ziel. Achso, hier. Gerade Orientierungsprobleme bekommen, reingekickt. Eieiei. Im Moment, wenn du so plötzlich einfach mal die Charaktere switch und keinen Plan hast, wo du eigentlich bist. Sollte man kennen. Also nicht jeder, aber ich will es nicht jedem jetzt sagen, dass er das hat, aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, der es auch kennt. Dass er dann einfach für den Moment einfach keinen Plan hat, wo er jetzt eigentlich gerade ist. So, kriegen wir jetzt nochmal so viel Nektar, weil beim letzten Mal haben wir ziemlich viel bekommen. Das ist auch gerade übelste Probleme wieder zu sagen, ob es die Folge oder die letzte Folge war. Es war diese Folge. Alles in einem Part. Aber ich glaube, wenn wir den Tag in die ganze Folge ballern, dann wird die Folge auch ein bisschen länger werden. Haben wir alles bekommen? Ja, nice! So habe ich mir das vorgestellt. Null. Oh, davon wartet vier auf uns. Okay, dann beeilt euch mal ein bisschen. Ich glaube, wir werden auch nur hier weiter farmen. Oder warte, nee, stimmt, ich muss zum Schatz.
Moment. Das können wir schnell machen. Die können da weiter sammeln. Die Viecher sind ja jetzt tot. Das Hauptproblem ist beseitigt. Allerdings habe ich hier noch einen Schatz zu sammeln. Dafür haben wir das hier aufgemacht. Okay, ich muss hier die hochschmeißen. Dann eine Spielerei nebenbei. Dann den darüber. Den dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, wenn der Tag zu Ende ist, dass wir den wieder abholen. Da schicke ich dann Louis vorbei. Oh, nice. Nice, 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 nice. Ich brauche noch welche für den Schatz hier. Das noch? Das ist noch reichen. Yes. Gönnt euch. Es sind aber nur 5 Stück. Das heißt, wir bekommen nicht gleich das neue Spray. Brauchen ja jeweils 10. Scheiße, ich bräuchte jetzt Louis, dass er mir die Pikmin da rausschmeißt, sonst müsste ich nämlich den Scheiß dann nämlich hier drüben wieder machen. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Oh, das ist fertig. Awesome. Na dann. So ultra bitter, ultra Motivierspray haben wir jetzt wesentlich schon mal eins. Scheiße, ich habe den Namen gespoilert. Fuck! Der Schatz ist zuerst da, so ein Glückswürfel. Glückstotem. Da habe ich ja mit Glückswürfel wirklich richtig. Nice. Das ist ja wegen dieser roten 1. Da kann man, glaube ich, den Unterschied erkennen. Also es ist kein Standardwürfel jetzt so. Bin jetzt da jetzt nicht so der Experte, aber es sollte so ein spezieller Würfel für so Casino und so sein. Aber wie gesagt, ich habe da keinen Plan. Für mich ist der Würfel Standard. Erstaunlich, diese lila Beere enthält eine ultra bittere Essenz. Da habe ich schon einen Namen gespoilert. Zwar scheint sie keinen finanziellen Wert zu haben, aber ich werde noch potenziellen Altersmöglichkeiten dafür forschen. Bringen Sie mir weitere Exemplare. Ja, wird zwar leider nicht mehr reichen, aber 5 Stück kriege ich für dich zusammen. Warte, dann kann ich ja mal kurz die roten Pigment zu Olima hochschmeißen, dann können wir nämlich vielleicht sogar noch ein Exemplar bekommen. Im Prinzip ist der Louis auch fertig, weil wir haben ja alle Giftmauern auf. Kann ich die weißen prinzipiell wegschicken, weil die bräuchte jetzt nicht mehr. Ui, ist noch einer. Was ist hier alles? Olimo. Oh, hoch da! Da oben wäre eine Höhle, da kommen wir allerdings noch nicht hin. Da brauchen wir die gelben Pikmin. Oh, jetzt bringen wir den Scheiß hier weg. Damit sollten wir dann auch euch zusammen haben. Habe ich eigentlich schon das Ding jetzt hier gezeigt? Hier ist es zu sehen, hier sind auch die Forscherausrüstung und da sehen wir auch die Sprays. Also 5 Beeren brauchen wir, dann bekommen wir das nächste Spray. Aber man sieht leider noch nicht die Ultra-Bitter-Beeren. Sollten wir aber gleich freischalten. Perfekt. Perfekt. Schick, schick. Captain Olima, die Untersuchung der Lila-Beeren, die sie entdeckt haben, ist abgeschlossen. Hiermit stelle ich Ihnen das Ultra-Bitter-Spray vor. Zwar wurde es noch nicht getestet, aber ich gehe davon aus, dass es hoch effektiv ist. Nähern sich ein Gegner und drücken Sie den Aufwärtsknopf auf das Steuerkreuz, um sich zu besprühen. Also diesmal nicht die Pikmin besprühen, sondern die Gegner. Falls erforderlich, kann ich eine Dose Spray aus 10 Beeren herstellen. Drücken Sie Plus, um mich zu kontaktieren und Ihren Beerenvorrat zu überprüfen. Drücken Sie dazu auf dem Radarbildschirm, ja, den linken Stick. Knopf auf dem Steuerkreuz. So. Also das, was ich gerade hingemacht habe. Hier, das hier. 0 von 10. Und von dem Ultra und die Whisper haben wir 5 von 10. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Also ich glaube, wir ziehen auch schon zum nächsten weiter. Hier sind wir fertig. Wir haben Hauptsache mal eine Dosis bekommen. Mehr bin ich jetzt eigentlich nicht aus. Nehmen wir uns jetzt ein paar Camper mit, weil wir haben schon gesehen, da wartet ein gewisses Etwas auf uns. Und doch alles Blumenpigment, das ist sehr gut. Oh, hier sind noch mehr.
voll vergessen. Warte mal, eins können sie ja... Eins könnt ihr euch gönnen. Und damit wir wieder auf 10 kommen. Und dann ziehen wir hier weiter. Dann können wir vielleicht in der nächsten Folge sogar schon zum nächsten Gebiet, wenn mich nicht alles täuschen. Komm, mach mal auf hier. Hallo. Kannst mich nicht verarschen. Lachzange. Stirb, 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 stirb. Ah, die können wir nicht mehr retten. Ne, können wir nicht mehr retten. Sehr, sehr schade. Macht oft, macht hier, baut hier den Kack. Wir müssen nämlich das hier zum Schiff bekommen. Dann haben wir alles geschafft, was wir wollten. Faszinierend, dieses Objekt ähnelt jenem, das sie im friedvollen Tal gefunden haben. Wenn ich es genau untersuche, kann ich vielleicht neue planetare Daten extrapolieren. Na, auf jeden Fall. Hätten wir dann schon das dritte Gebiet. Und prinzipiell ist es eigentlich jetzt nur wichtig, dass wir... obwohl, ich spoilere erstmal noch nicht. Egal. Das werden, wir werden es dann in der nächsten Folge ansprechen. Dafür, dass die Folge dann ein bisschen hier länger wird, wieder ein bisschen. Damit wir heute auf jeden Fall noch den Tag jetzt hier noch beenden können. Ist halt, wie gesagt, doof mit dem System, mit den Höhlen, dass das die Tage so durcheinander bringt. Wie gesagt, sonst hätte ich mit 13 Minuten den Part beenden müssen und ja. Also früher den Part beenden und so ist ja, ja, okay, aber jetzt bei 13 Minuten. Was war da jetzt gerade eben los? Dieses Chaos. So, dann schleppt das hier mal bitte ab und ich weiß, weil ihr werdet das nicht schaffen, aber könnt euch ja schon mal Mühe geben. Ich wollte gleich mal die lila anpigmen. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass wir die Brücke hier haben, dass der uns der Trageweg etwas verkürzt wird. Sonst wird das nämlich nischt. So, bitte alles. Alles, was geht. Weil jetzt schon wieder so zwei Aslaks dabei sind, wieder ohne Blüten. Ein halbes Jahrhundert brauchen. Kommt schon! Oh Gott. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Baller rauf das Viehzeug. So. So, sollten sie aber schaffen. Nee, 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 nicht switchen. Dann ist welche. Den dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Hi. Okay, okay. Ja, auf jeden Fall die und die Pikmin dürfen wir. Pokémon, genau. Das ist auch so ein Ding, was man das öfter mal verwechselt. Pikmin und Pokémon. Ich würde sogar sagen, wir machen es leicht. Die sind ja da safe, wenn sie zum Schiff kommen. Und es ist ja jetzt nicht so weit. Wenn ich noch Bock habe, noch eine Dosis zusammenzubekommen. Ich bin so geizig. Komm on, ihr schafft es. Ich hole nur das eine Pikmin, dann bin ich ja wieder zurück. Das ist doch eigentlich kein Problem. Ich hätte auch hier in dem Falle wieder Onima und Dui aufteilen können, aber come on, so viel Zeit kriegst du ja jetzt auch nicht raus. Okay, sieht gut aus. Läuft alles nach Plan, Stand jetzt. Yes! Ah, sie sind auch schon da. Super. So habe ich mir das vorgestellt. Soll es eigentlich was geben. So, und damit können wir auch das nächste Gebiet betreten. Nice! Und 200 Pokus oben drauf. Damit haben wir die 30% geschafft. Und der Topografie, die Topografie-Projektion. Auch dieser Hemisphäre beinhaltet einen verborgenen Mikrochip. Ich werde versuchen, die darin enthaltenen Daten zu entschlüsseln. Entschlüsselung abgeschlossen. Wie mir vermutet, enthält der Chip zusätzliche topografische Daten. Die Daten wurden meiner Datenbank hinzugefügt. Sie sind fortan unter der Bezeichnung Übersichtskarte verfügbar. Cool. Also im Endeffekt, wir schalten neues Gebiet frei. Ja, 30% der Schulden sind beglichen. Habe ich ja gerade eben gesagt. So, mein letztes Ziel ist noch dieses
eine Spray, die eine Dosis Ultramotivier-Spray zusammen zu bekommen, weil das werden wir auch hauptsächlich im Game nutzen. Ich werde das versuchen, das Ultramotivier, das Ultra-Bitter-Spray etwas besser auch zu integrieren. Bin nämlich der Meinung, ich habe es damals zu selten genutzt, weil es ja prinzipiell auch schon geil ist. Es ist zwar unbeliebter als... Ach stimmt, scheiße, warte, fuck, ich hab was vergessen. Fuck, ich hab den Schatz vergessen. Kriegen wir das noch hin? Fuck, Alter. Ich hab doch gesagt, da oben ist ein Schatz. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Und wenn, dann wird's sehr knapp. Ah, lass ihn in Ruhe, verdammt doch mal. Kommt jetzt mit. Ich sterb nämlich nur. Boah, jetzt müsst ihr euch aber beeilen, ey. Jetzt müsst ihr euch aber ganz schön sputen. Könnt ihr schon graben? Oh, das schaffen wir nicht. Oder? Boah, das ist aber fucking knapp, Alter. Warum macht er denn so einen großen Bogen? Lauf da einfach drauf zu. Boah, Alter. Last minute, Alter. Oder last second. Awesome. Die Pilgerknolle. Sieht aus wie ein Cock, aber egal. Alter, fucking knapp. Aber wir haben es geschafft. Gut, dann habe ich heute alles geschafft. Awesome. 32-minütige Folge und ein paar Minuten ein bisschen länger. Aber ich bin sehr zufrieden damit. Könnt ihr, wenn ihr auch zufrieden damit seid, könnt ihr ein Like da lassen und so. Wisst ihr Bescheid. Und auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder einschalten. Wenn es wieder genauso awesome weitergeht. Wird zwar leider etwas unspektakulär, weil wir hauptsächlich einem gewissen Ziel nachgehen werden im neuen Gebiet. Aber ihr werdet schon sehen. Auf jeden Fall erkunden werden wir das neue Gebiet auf jeden Fall nicht. Das kann ich euch jetzt schon verraten. So. Gibt's noch den lustigen, netten Tagesbericht. Ein paar Tode sind, glaube ich, leider zu verbuchen. Aber großteils haben wir Plus gemacht. Ja, drei Tode. Ja, sorry. Passiert. Da sind drei noch harmlos mit dem, was zukünftig noch passiert. Ulma, gute Arbeit. Hiermit ernehme Sie zum stellvertretenden Manager. Drücken Sie X, um Arbeit zu teilen und Y, um sich an die Untergebenen zu delegieren. Geil. Der schaut auch richtig verdottert aus der Wäsche. LOL. Hoffen wir mal, er hat keine merkwürdigen oder illegalen Substanzen zu sich genommen, dass er so ein Gesicht hinbekommt. Aber gut, ist eine andere Geschichte, was der außerhalb der Kamera macht. Das will ich mal Ihnen überlassen. Auf jeden Fall würde ich sagen, hier endet die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wenn ihr es passen wollt. Und beim nächsten Mal geht's weiter bei Pikmin 2 HD auf der Nintendo Switch. Haut rein und ciao. Nein, wir gehen dahin. Genau, so. Ciao.